wollte euch mitnehmen mit der Evelyn. Die kriegt jetzt, bekommt bald einen Hoodie und da wollte ich euch nochmal mitnehmen und euch die kleine Mulimausi zeigen. Und zwar ist es Realborn, das ist die Evelyn. Mami wollte ein Painting haben und jetzt ziehen wir sie noch schick an und dann kannst du die Mami haben. Dann sind wir fertig. So, das ist das Painting. Das ist 3D-Painting. Ja, und dann machen wir noch ein paar Fotos von ihr. Genau. So, jetzt ziehen wir erstmal das Pullöverchen an. Dann war Winter. So. Hoppala. Genau. So. Dann denke ich mal, dass wir die zwei brauchen. Das steht, aber ich glaube schon, weil ich hatte schon mal rangehalten. Dieses Mintgrün, dieses heller. Und das sah so eigentlich sehr niedlich aus. Die kleine Maus. So, dann habe ich noch Säckchen gefunden. Ja, und die Beinchen nochmal zeigen. Ja? Die Beinchen nochmal zeigen. Die Füßchen. Aber komplett ziehe ich sie jetzt nicht an, weil ich wollte ja noch ein paar Fotos machen. Und der sieht immer aus. Ja. Die Mütze tun wir dann bloß mal obligatorisch. Ach ja. Ja, das steht ja wirklich sehr schön, Mami. Schau mal. Wenn das nicht echt aussieht, dann weiß ich auch nicht. Na, wenn man die hochnimmt, schaut mal. Na, so muss es sein. Ein Reborn. Schaut mal. Und vor allen Dingen diese Realborns, die sind ja von einem echten abkopiert und genau. Das Gewicht passt auch. Genau. Einmal frei. Du siehst ja. Immer schöner werden sie. Und wie gesagt, ich bleibe auch nicht stehen mit meiner Arbeit oder beziehungsweise mit dem Bemalen oder Painten, weil ich will immer mit der Zeit mitgehen, ja, oder vor allen Dingen vielleicht auch ein Stückchen voraus sein, weil ich habe da auch schon wieder eine andere Technik angewendet und genau, und die gefällt mir wirklich sehr gut, muss ich sagen. So, die Bändchen sind ein bisschen lang, die machen wir uns dann passend, ne? Vermute mal so. Die machen es dann passend. So, dann habe ich natürlich noch die Jacke dazu. Ne, und ein Mützchen. Das fand ich schon total toll. Weil ihr, wie gesagt, dass das Mint richtig gut gestanden hat. Ja, also zwischendrin muss ich ja immer mal schauen, ob alles passt. Ne? Wenn ich die kleinen Reborne, muss ich immer mal schauen. Da habe ich schon gesehen, dass ihr das wirklich super gut steht, dieses Mint. Schaut mal. Ist das nicht hübsch? Zucker, Zucker, Zucker. Ich tue mal das Kissen runter. So, du kleine Maus. Umso schöner sieht das dann, ne? Die kleine Mulli-Maus hier. So. Jo. Also sie geht noch nicht auf Reisen, weil ich muss erstmal. Die Mama weiß jetzt auch noch gar nichts von ihrem Glück, dass ich schon fertig bin. Weil ich habe mich rangehalten,
weil ich habe noch ein paar andere Aufträge und dann wollte ich eigentlich meine neuen Sachen mal machen. Na, wie gesagt, ich habe noch Äffchen und Co. Und so, die Mami, die mir immer die Socken strickt, die wird sicherlich das Video auch anschauen. Du musst diese Bündchen hier oben mal bitte, die habe ich nämlich nicht gemacht. Nee, die macht Mama eine ganz liebe Freundin. Ja, mach mir mal hier oben ein bisschen weiter Häuschen hier. Na, das ist bei mir ein bisschen, also mir ist es ein bisschen zu eng. Ich kann da gar nicht so richtig agieren. Mir wäre es ganz lieb, wenn du das mal. Ja, man stellt da noch Ansprüche, okay. Aber mir wäre es lieb, wenn du die Mäusezähnchen oder deine Umrandung oder dein Abschluss ein bisschen weitermachst. Da wäre ich dir sehr verbunden, weil die Socken, die sind so toll, ne, die Schüchchen. Genau, da kann ich mir nämlich immer die passenden raussuchen. Und das ist natürlich klasse, wenn man so eine Freundin hat, die einen dann auch noch beglückt mit Schüchchen, ne? Ja. Und so kann ich immer ein bisschen passenderes dazu tun. Wunderbar. Weil ich schaffe es auch nicht immer mit Socken stricken und Mützen dazu. Die durch Eschwege war alles weg. Schaut mal die schönen Puschen an. Süß, ne? Ich mache dann noch ein paar Fotos, dann könnt ihr die noch mal ein bisschen genießen, die kleine Mulli. No. Ja. Mal schauen, wenn man die hochnimmt. Aber das dann auch wirklich sieht mit dem Popo, ne? Gut, hier hinten ist der Streifen. Aber schaut mal, ne? Da sieht man das. Also so muss es sein. Meine Babys brauchen Hintern. Die Mäuse. Oh, schaut mal, wie schön, ne? Wenn man die so in den Arm nimmt, ne? Ja, das ist schon was, ne? So, dann zeige ich es euch nochmal mit Schnuller. Die kleine Mutti, die. Und wie gesagt, ich habe eine neue Methode gemacht. Eine neue Färbmethode, mal ein bisschen mich ausprobiert. Und ich finde das eigentlich auch sehr schön, diese Struktur, ne? Diese hat hier. Gell? Diese Farbstruktur. Painting ist natürlich, ja, wie immer, dieses 3D, ne? Da bemühe ich mich ja auch um das Original, wie es geht, ne? Auch mit. Ich kann es ein bisschen näher ranhalten, ne? Genau, das wird dann so, wie soll ich denn sagen? Man fängt erst grob an. Und dann wird man immer feiner, ne, beim Bemalen. Und man muss halt auch wissen, wie die Linien verlaufen. Aber da habe ich euch, glaube ich, schon mal auch ein Video gemacht. Ne, und so macht man halt dann auch die Augenbrauen und alles. Ach, das sieht ja goldig aus. Da ist ein Bärchen drauf mit einer Raupe und eine kleine Sonne. Schaut mal. Süß, ne? Das Köpfchen muss man halt bei ihr einmal halten, ne? Das ist normal. So muss das sein. Ja, und dann machen wir noch ein paar schicke Fotos in einem Bettchen. Und dann kann die Mama sich alleweil noch überlegen, ob sie das Baby jetzt möchte oder nicht. Ansonsten wird das frei. Das kleine Muggelmäuschens, ne? Genau. Aber ich fand den Schnuller auch schöner. Ich hatte vorher auch so ein Gelb-Mint, aber der hat wirklich nicht gepasst zu ihr. Der passt richtig gut, ne? Weil es ist so eine kleine Zarte auch, ne? Die hatte auch im Original fast keine Haare. Also da hast du wirklich nicht wirklich Haare gesehen, ne, auf die Fotos. Deswegen habe ich das ja auch, ne? Schaut mal, wie schön man das machen kann. Habe ich das ja auch ganz zart gehalten hier, ne? Genau. So muss es sein. Bei manchen ist das eigentlich auch immer so ganz fein. Ganz fein gezeigt. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder.